Das Lohr-Heide-Stadion im Bochum-Wattenscheid war Austragungsort des ersten Regionalligaspiels vom SC Fortuna Köln nach 9 langen Jahren der Abstinenz. 120 mitgereiste Fortuna-Fans wollten ihre Mannschaft beim Saisonauftakt unterstützen. Der Gegner, die Zweitvertretung vom VfL Bochum, das blutjunge Team von Trainer Iraklis Metaxas. Auf Seiten der Fortuna vertraute Trainer Uwe Koschinat auf 8 Neuzugänge. Lediglich Bartsch, Kaspers, Schäfer und Fabian Montabell waren die einzig bekannten Gesichter aus der Vorsaison, die es in die Startelf geschafft hatten. Guter Start der Fortuna, nach 3 Minuten Kessel zum ersten Mal dazwischen. Gutes Zusammenspiel dann mit Lauchs und Notbeck. Wieder Kessel, der legt ihn quer auf Montabell und der Stürmer hat die Riesenmöglichkeit, die Fortuna hier früh in Führung zu bringen. Das allerdings auch schon die beste Aktion in Halbzeit 1. Anschließend 40 Minuten Zitterfußball, den die Bochumer prompt ausnutzen. Oliver Zech darf frei franken. Bartsch verpasst, Kühn kann nicht klären und Avci schiebt ein zum 1:0 nach 15 Minuten für die Hausherren. Ein regelrechter Schock für die Fortuna, denn es ging so weiter. Die Bochumer nutzten konsequent die Freiräume, die die Fortuna-Spieler ihnen gaben. Wieder Avci, der hier verpasst. Und die anschließende Flanke von Fabian Götze fand dann zum Glück keinen Abnehmer. Die Fortuna in der Folge völlig verunsichert. Nach 30 Minuten mal wieder mit einem Befreiungsangriff über Notbeck. Der ist zunächst alleine versucht, den Ball dann verstolpert. Und dann kriegt er ihn doch noch irgendwie zu Montabell. Der Stürmer verzieht, aber die Chance hätte sowieso nicht gezählt. Er stand auch im Abseits. Die Bochumer in dieser Phase nicht nur spielerisch besser, sondern auch immer den einen Ticken aggressiver in den Zweikämpfen. Wieder Avci. Der Ball kommt rechts raus auf Gaspari, der hat wieder allen Platz der Welt zum Flanken. Freiberger mit dem Kopf an den Pfosten pauken, hat den Nachschuss sicher. Also die Fortuna durfte sich bei ihrem Schlussmann bedanken, dass es nur mit einem 0:1 Halbzeitrückstand in die Pause ging. Zweite Halbzeit. Die Fortuna jetzt mit deutlich mehr Druck nach vorne. Das ist Kessel, der wieder Montabell sucht, aber der Torwart der Bochumer ist dazwischen. Trotzdem, die Fortuna konnte die Nervosität aus der ersten Halbzeit ablegen und hatte nach dieser verunglückten Flanke von Avci die Chance zum schnellen Gegenangriff über Pagano. Silvio Pagano gegen 3, müsste eigentlich schießen. Dann suchte aber Notbeck, der mitgelaufen war, ein schwacher Pass vom Neuzugang. Trotzdem, die Fortuna jetzt drin in der Partie. Nächste Chance für Silvio Pagano. Montabell nochmal mit der Volley-Abnahme. Das Ganze nach 62 Minuten und es ging so weiter. Immer nach runden Bällen. Nächste Chance, Kaspers. Scholz mit 2 Fäusten bringt die Chance für Pagano, den Ball nochmal reinzuflanken. Zunächst geklärt und dann ist es Lauchs, der nochmal die Möglichkeit hat. Aber die Situation dann auch abgepfiffen von Schiedsrichter Schüller. Koschinat reagierte, brachte Ende für Kühn, der auch direkt für mehr Belebung und Impulse im Spiel nach vorne sorgte. Trotzdem blieben die Bochumer vor allem nach Kontern gefährlich. Bestes Beispiel in dieser Szene: Bartsch verliert den Ball im Mittelfeld. Avci leitet den Konter ein, spielt ihn rechts raus auf Freiberger. Der sucht den mitgelaufenen Wassinger. Doch Schäfer kann in allerletzter Sekunde klären und hält somit seine Mannschaft weiterhin im Spiel. Das Ganze nach 72 Minuten, 3 Minuten später. Die Chance wieder für Wassinger mit diesem Drehschuss. Und Pauken muss da sein ganzes Können aufzeigen. Und dann wieder die Fortuna, der auch so langsam die Zeit davon lief. Wir sind schon in der Schlussphase. Fehler von Innenverteidiger Wolf. Montabell wieder gegen Scholz. Doch der 23-Tore-Mann aus der vergangenen Saison an diesem Tag leider glücklos. Keine Minute später, wieder steht der junge Julian Wolf im Mittelpunkt des Geschehens. Alexander Ende spielt den Ball einfach mal hoch und weit nach vorne rein. Kapitaler Fehler vom 18-jährigen Silvio Pagano, spritzt dazwischen und markiert den 1:1 Ausgleichstreffer in der 86. Spielminute.
Silvio Pagano, der in der letzten Saison 8 Tore für den Wuppertaler SV geschossen hatte, erzielt das erste Regionalliga-Tor der Fortuna seit dem 18. Mai 2002. Und dieses Tor war gleichzeitig der Startschuss für eine turbulente Schlussphase. Zunächst die Bochumer, die jetzt mit wütenden Angriffen versuchten, doch noch irgendwie den Siegtreffer zu erzielen. Das ist der eingewechselte Smellitz gegen zwei Fortunen. Der Ball kommt irgendwie zu Wassinger, der alleine hatte drei Riesenchancen, die Bochumer zum Sieg zu schießen. Auf der anderen Seite nochmal die Fortuna mit dem hohen und weiten Ball vorne rein in den 16er. Der eingewechselte Moritz mit der Chance und Scholz mit der Glanztat in der Nachspielzeit. Das war die letzte Aktion in diesem Spiel. Unterm Strich ein glücklicher Punkt für die Fortuna zum Saisonauftakt.